Viktor Getta hat das geschafft, wovon viele Studenten träumen. Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium und danach nahezu übergangslos eine Festanstellung bei einem internationalen Unternehmen. Viktor arbeitet bei der Krones AG in Neutraubling bei Regensburg. Der Konzern ist Weltmarktführer im Anlagen- und Maschinenbau für die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie. Viktor bringt sein Wissen heute im Bereich Forschung und Entwicklung Automatisierungstechnik ein. Begonnen hat Viktors beruflicher Weg an der Hochschule Deggendorf University. Hier hat er Elektrotechnik studiert. Seine Abschlussarbeit absolvierte Viktor bei Krones und arbeitete dabei eng mit der Krones Akademie zusammen. Die Abschlussarbeit bestand darin, ein Schulungsmodul zu entwickeln. Viele Kunden haben nach den Schulungen einfach gefragt. Die Vorteile waren die Praxisnähe zum Studium, konkrete Anwendungen sowie Schulungen zu unterschiedlichen IT-Themen mit internationaler Ausrichtung. Viktor konnte dabei auch selbst aktiv Wissen in Theorie und Praxis vermitteln. Dann habe ich angefangen, die Schulungsunterlagen zu erstellen, habe auch Übungen mir ausgedacht und auch Übungshardware vorbereitet. Dann habe ich auch selber Schulungen halten dürfen. Das war sehr interessant. Ich habe insgesamt 3 Schulungen gehalten, eine auf Deutsch und 2 auf Englisch. Wichtig für Viktor waren auch die Kontakte, die er im Unternehmen knüpfen konnte. Eine entscheidende Zeit für seine berufliche Positionierung. Für Viktors ehemaligen Professor Peter Firsching ist das eine Erfolgsgeschichte. Für ihn hat eine Tätigkeit an der Krones Akademie so einige Vorteile. Aus meiner Sicht hat die Krones Akademie den großen Vorteil, dass also hier eine sehr, sehr große Bandbreite einfach abgedeckt wird, die man vielleicht in einer einzelnen Fachabteilung in der Firma so gar nicht wahrnimmt. Da geht es um eine spezielle Aufgabenstellung aus der Automatisierungstechnik, vielleicht aus der Robotik, vielleicht aus der Anlagenkonstruktion, Sondermaschinenbau. Eine Akademie kann an der Stelle einfach de facto das ganze Firmenspektrum darstellen. Und von daher, und das mache ich auch so ein bisschen an der Arbeit vom Herrn Getta fest, hat man eigentlich gesehen, dass hier sehr viel mehr Wissen in einem Praktikum übertragen werden kann, als das möglicherweise bei einem, ich will es jetzt also nicht um Gottes Willen minder bewerten, bei dem normalen Praktikum realisiert wird. Diese Praktika haben auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert, haben auch sozusagen eine sehr, sehr hohe Qualität. Aber wie gesagt, die Krones Akademie oder ein solcher Akademiebetrieb ist an der Stelle schlichtweg breitbandiger. Ein Praktikum an der Krones Akademie ist jederzeit möglich. Und nicht nur für Studierende der Elektrotechnik spannend. Auch für Studenten der Studiengänge Mechatronik und Maschinenbau sowie aus dem Bereich Automatisierung ist die Krones Akademie eine interessante Wirkungsstätte. In der Krones Akademie habe ich eine super Zeit gehabt. Die Kollegen waren alle super, war eine sehr kollegiale Atmosphäre dort. Einem wurde immer geholfen, wenn man Hilfe brauchte. Man konnte sich an jeden wenden. Es war immer lustig. Also ich konnte mich nicht beklagen. Für Viktor Getta hat sich die Entscheidung Krones Akademie jedenfalls mehr als gelohnt.